Ich heiße euch ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Phoenix TV ist wieder live. Wir sind heute definitiv mal zu Gast bei der SAL. Haben dort heute Ersatzstream für den guten CT-Meister. Der kann nämlich nicht. Der ist leider heute verhindert. Dadurch bin ich heute für euch da. Wir müssen mal noch warten. Da gibt es nämlich einen Lobby-Crash. Da ist heute definitiv das Spiel nicht auf unserer Seite. Aber wir gucken mal. Müsste ja gleich wieder Jojo ready sein. Da ist die Lobby auch schon wieder. Wenn sie jetzt aktiv ist. Wir gucken mal. Ne, jetzt ist sie weg. Aber ich glaube, da gibt es gleich eine neue Lobby. Guten Abend, Spartan Racing Team. Begrüßt alle. Viel Spaß und danke, Phoenix. Gar kein Problem, lieber Massimo. Gar kein Problem. Ich habe ja gesagt, wenn es möglich ist, bin ich da. Ich helfe aus. Ah, Jojo stellt noch ein. Dauert noch ein bisschen. Wie gesagt, gar kein Problem. Wenn möglich ist, dann helfe ich auch bei euch aus. Das hatte ich ja mit dir schon abgeklärt. Und ja. Mich schon auf deinen Stream. Freust dich auf meinen Stream. Es ist aber schön, danke. Cool. Ja. Also definitiv, da kannst du mit mir rechnen. Wenn ich es einrichten kann, dann bin ich auf jeden Fall auch für die SRL da, für die Spartan Racing League. Da sind wir nämlich heute, wie gesagt, zu Gast in der Liga 2. Jojo möchte nicht mehr die Lobby öffnen. Wir gehen mal raus. Gucken uns den Startbildschirm von Gran Turismo 7 nochmal neu an. Hallihallo, Melli. Hallöle. Ein wunderschön, auch schön, dass du dabei bist. So, wir gehen nochmal gucken. Dankeschön für dein Follow, liebe Melli. Finde ich toll. Da ist auch die Lobby von Jojo. Gucken wir mal noch. Warten wir mal noch. Gehen aber schon mal mit rein. Lobby ist open. Dankeschön, Massimo. Ich habe ja gar kein Discord. Dankeschön. Ich gehe jetzt auch. Ich wäre jetzt auch reingegangen. Aber Dankeschön, lieber Massimo. Du konzentrier dich gleich aufs Fahren. Auf dass keine Wandeinschläge sind. Fahrer hatte ich mich ja schon vorher mal so ein bisschen durchgelesen, wer da ist. Jojo hatten wir schon angesprochen. Massimo ist auch mit dabei, wer jetzt denn gedacht? Yep. Dann haben wir Undercut Racing, Jojo. Da kommt auch Ötti von Project Apex. Also hier sind auch die Teams gut durchgemixt. Viel Glück allen kommt von der lieben Melli. Und Menge schreibt Konzentration, Massimo. Sowieso. Wir warten mal noch. Sind ja noch nicht alle da. Smoking fehlt zum Bleistift noch. Bruno ist schon am Start. Wundert mich, dass er noch nicht im Chat ist. Linde ist da. Bruno fragt schon wieder. Ist schon wieder nicht informiert hier. Der kriegt schon wieder nichts mit. Bruno kennen wir schon aus der AWM. Haben wir eine ganze Season lang begleitet, sofern er gefahren ist. Oh, nice. Also Bruno ist Feuer und Flamme. Sollten 13 Driver sein. Ja, bis jetzt sind es auf jeden Fall noch keine 13. Aber auf jeden Fall hier von AS und A plus S bis B alles vertreten. Also hier sind wir definitiv in einer schnelleren Lobby angekommen. Wenn man mal den Stand nimmt, den ich sonst zeige. Da haben wir ein wild durchgemixtes Feld. Aber wir haben Mengis dabei, wir haben Undercut Racing, wir haben Lindes, Jojo, Bullet, Dr. Jones, Ötti, M-Keule,
Massimo und Bruno auf jeden Fall schon mal da. Aber da fehlen definitiv noch ein paar. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. 42 haben wir es. Wenn natürlich bis 45 nicht alle da sind, dann oh, müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, da ist ein Massimo auch mit auf dem Schirm. Geschweige sagt mir dann, was ich machen muss. Alter, sogar schon online. Na klar, Bruno, einen guten. Ein Wunderschön, mein Sonnenschein. Klar bin ich schon online. Ich warte ja nur drauf, dass es hier losgeht. Mengis, das ist völlig normal, dass Bruno nichts mitbekommt. Der kriegt es bei AWM auch schon nicht mit. Und da ist auch Hero. PV Hero ist auch schon da. Da kommt auch Hattori. Also jetzt trudeln auch die letzten Schnecken hier ein in die Lobby. Aber ich glaube, wir werden gleich was des Besseren belehrt. Wir fahren definitiv heute Blue Moon Bay Speedway innen A rückwärts. Bei der SES hatten wir einen vorwärts. Jetzt müssen wir einen rückwärts uns antun. Also wir haben hier diverse Informationen. Ich bin gespannt, wie die erste Kurve läuft. Aber ich denke, hier lässt sich jeder Platz. Hier kennt jeder die Situation. Ötti lockt sich auch schon ein. Jojo ebenfalls. Die anderen werden es auch gleich tun. Dann sehen wir auch gleich, wie viele Fahrer wir schon haben. Und dann starten wir auch gleich das Qualifying. Wir haben es 45. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Fahrer da. 9, 19, 11, 12. Ja, einer fehlt noch. Smoking. Smoking fehlt noch. Viel Erfolg, definitiv. Wie sieht's aus, Massimo? Soll ich jetzt noch auf Smoking warten oder soll ich das Quali einfach starten? Aber ich gehe von aus, ich starte das Quali jetzt einfach. Wir haben 42. Guten Abend, Cheesy. Der Smoking fehlt noch. Soll ich jetzt trotzdem einfach das Go geben? Frage ich mal dich. Weil Massimo wartet ja schon in der Lobby. Aber ich gehe von aus, ja. Smoking hat dann halt ein bisschen Arschkarte. Ja, good luck, everyone, von Cheesy. Wir geben Smoken jetzt noch 2 Minuten. Ich komme da noch rein, geschweige. Bin ich gerade überfragt? Da ist er schon. Na gut, jetzt warten wir noch, bis Smoking eingeloggt ist und dann starten wir das Quali. Schweiger. Tippen es einfach mal rein. Wir gehen rauf. Wir geben den Fahrern ihre Zeit zu fahren. Wir machen mal alles anders, wenn ich auch alles sehen. Jojo fährt raus, Mengis fährt raus, Massimo fährt raus, Ötti. Jetzt werden sie alle rausfahren. 10 Min Quali, keine 15. Ah, sorry. Aber 10 Min dürfen sie fahren.
sie haben mich so spät rausgeschickt. Aber danke, lieber Cheesy. Sind wir hier auf dem Bild. Alle in der Boxenrunde. Bruno bewegt sich jetzt auch langsam raus. Keule hat noch nicht die Lust. Keule möchte noch nicht. Wir gehen vor zu Jojo. Ist er in der Boxenrunde vom Rennteam WSR. Keule und Smoking haben eine Quali-Sperre. Ah, so. Konnten sie beim letzten Mal nicht vernünftig fahren. Gut, okay. Weiß ich da Bescheid. Jojo dreht hier aber definitiv seine schnelle Runde jetzt. Auto in den Asphalt brennt. Für mich ist es ein Auto. Einfach ein Auto. Hat vier. Nein, Jojo! Jojo, nein! Da geht's Richtung Gras für Jojo, auch Richtung Wand. Da geht's schon den ersten Heckschaden. Menges prescht dran vorbei. Ötti genauso. Also Jojo hier schon mal den ersten Schaden mitgenommen. Dann gehen wir vor zum Mengis, der hier gleich die erste Zeit sitzt. Zeit bei Mengis bleibt schon mal bei einer 1.72.1.1 stehen und Ötti natürlich nochmal draufgesetzt. 1.70.40. Hero sich auf Platz 2 gesetzt. 1.71.67. Und da oben setzt sich schon Hattori jetzt davor. Also es ist ja hier im Taubenschlag. 16732 von Hattori. Ah, okay, hier hat sich Undercut Racing auf Platz 2 16988 gesetzt. Die momentan Platz Nummer 3. 7 Minuten haben sie noch knapp. Und Bruno legt nochmal einen drauf. Bruno hat die 16559 hingesetzt. Hat sich hier definitiv in die Wette verliebt. Die Wärste auf der Strecke. Wie sieht's hinten aus? Ötti auf der 4. Hero auf 5. Menges auf der 6. Position. Keine Verbesserung. Ötti nochmal vor auf 3 gesetzt, konnte Undercut hinter sich behalten, 16792. Wir waren aber weiter hinten, wir waren bei Dr. Jones 17314. Also da ist definitiv auch noch Luft nach oben. Bullet mit der 17831, momentan Platz Nummer 8. Da geht aber noch was, Lindes 19926. Momentan Platz Nummer 9. Massimo 1.31.675. Ist jetzt aber definitiv ein Tucken schneller unterwegs. Wir gucken mal, wo die Zeit stehen bleibt. Massimo, ruhig. Nicht durchdrehen. Bin nur ich. Ganz ruhig mit den jungen Pferden. Jojo auf 11. Massimo jetzt auf Platz 4. 6, 8, 4, 5. Jetzt hat er den Flow, wenn auch gerade einen leichten Rutscher. Vorne erstmal noch keine Veränderung. Wie sieht's bei Lindes aus? 19107. Momentan jetzt dadurch 10. Da hat sich noch ein Menges nach oben auf 8 gesetzt. Ne, der war schon auf 8. Das sah gerade mal komisch aus. Bild gesponnen. Linda ist immer noch auf 10. Jojo hier hinten noch momentan 11. Jetzt Platz 9. 17404. Also Platz 10. Linda ist Platz 11. Smoking und Keule starten hinten. Die haben Quali-Sperre. Die dürfen keine Zeit setzen.
Noch haben wir ein bisschen, also die zwei stehen definitiv. Bruno hier vorne 1-6-4-5-3 nochmals rausgehauen. Macht das sauber da vorne. Hattori 1-6-6-4-7 konnte sich verbessern. Massimo 1-6-7-0-3 ebenfalls verbessert auf Platz 3. Ötti geht an die Box. Hattori ebenfalls. Menges 16808 konnte sich verbessern auf Platz Nummer 5. Ist hier auch im Sektor Purple. Mal gucken, ob er die Zeit rübernimmt. Bleibt da Purple. Natürlich kommt da raus. An der Box. Soll uns aber nicht weiter stören. Menges 9000 Sekunde. Nimmt er sie mit? Holt da Bruno seine Zeit? Nein, Massimo holt sie. 16391. Massimo schlägt Bruno. Menges setzt sich auf 3. Mit der 16484. Also da ist jetzt definitiv noch 3 Minuten alles offen. Nochmal 3 Minuten Zeit setzen. Bruno, greif nochmal an. Hol dir Massimo. Hast bewiesen, dass du mit Ansagen besser klarkommst. Hol dir die Pole zurück. Auch ein Massimo kriegst du geschlagen. Aber Massimo, glaube ich, weiß, was er da vorne tut. Oh, da geht's Richtung Wand. Für Massimo Frontschaden. Da waren die Worte zu hart. Es tut mir leid, lieber Massimo. Bitte nicht kaputt machen an meinen Worten. Ja, Bruno dreht hier seine Runde. Wo bleibt die Zeit stehen? Boxenrunde. 17424. Nichts. Gucken wir gleich mal. Jojo sich jetzt aber auf 4 vor Hattori gesetzt. 16496. Konnte also Hattori so ein bisschen hinter sich behalten. 151. Also enge Kiste. Enge Kiste. Ötti sich auch nochmal auf Platz 5 vor Hattori gesetzt. 16606. Eine sehr schöne Zahl, lieber Ötti. Also definitiv eine schöne Schnapszahl. Hattori kommt jetzt. Nee, war über Startziel. Bullet. Kommt drüber. Da vorne kommen auch nochmal 2 drüber. Was sagt die Zeit bei unserem lieben Bullet? Verbesserung für sich selbst. 16673 und Platz 7. Wir dürfen gleich definitiv das Quali-Ende nicht verpassen. Massimo steht schon. Er wollte noch, rutscht auch schon mal darum. Menges. Time. Alles gut, Massimo. Chat. Ging's rein. Menges bremst auch schon ab. Bruno fährt auch nicht mehr. Weiterer Ablauf. Kommt ja noch mal Smoking und Keule dürfen auch raus. Und dann startet Jojo.
Also definitiv vorne. Massimo startet von Apol Bruno auf 2, Menges 3, Jojo 4, Ötti 5, Hattori von 6, Bullet von 7, Dr. Jones von Platz Nummer 8, Undercut Racing von Platz 9, Hero von 10 und Lindes von 11, Keule und Smoking von hinten. Seid lieb in der ersten Kurve, schreibt Melli. Also genau, denkt an die erste Kurve, lasst euch Platz. Das Rennen ist lang genug, ihr habt 51 Runden. Wir haben den Start, wir sind vorne auf Massimo. Kamera, es kommen alle weg. Massimo fällt auch erstmal zurück. Bruno konnte sich stark durchsetzen. Bruno vorne weg. Massimo auf 2, Ötti auf 3 vorgekommen. Mengdes und Ötti im Zweikampf. Eieiei, quietscht es, aber alle kommen sauber durch. Vorne schon ein bisschen abgesetzt und da wird Massimo gedreht. Da gibt es den leichten Crash. Und das in der Anfangsphase hier. Massimo damit erstmal auf Platz 6 zurückrutscht. Bullet, Menges, Ötti und Jojo dran profitiert vorbeigekommen. Jojo jetzt auf Platz 2 jagt Richtung Bruno. Muss aber aufpassen. Ötti, Menges, Bullet, El Massimo, Heroes, Smoking da hinten auf 8. Sind nicht weit weg. Jetzt auch erstmal ein bisschen Luft. Menges profitiert hier, sitzt auf Platz 4 hin vor Massimo. Massimo auf 5, Bullet dahinter auf Platz Nummer 6, hängt hier im Windschatten drin, da kommt auch noch Smoking und Hero von hinten. Getauscht. Achtung da hinten. Hero, pass auf, Bullet. Kommt kuscheln, Massimo. Welche starke Linie. Wir gehen aber hinter zu Hero. Der hat es hier mit Smoking und Bullet. Aber auch da hinten. M-Keule. Und Lindes. Und da dreht sich. Undercut hat sich da gedreht. Hattori kommt hinten auch schon näher. Na, kommt. Kommt hier irgendwer dran vorbei? Nein, erstmal nicht. Smoking hängt immer noch am Hero dran. Hero am das Smoking am Hero und nicht andersrum. Letzte Runde Bruno 1-6, 2-1-2. Bruno immer noch vorne weg. Smoking versucht hier, sich zurechtzulegen, kommt aber nicht vorbei. Er kann machen, was er will. Jetzt vielleicht nochmal einen Angriff. Nein, steckt zurück, muss dahinter bleiben. Da kommt er nicht dran vorbei. In Kolonne geht hier durch die Kurven. Auf die Mitte. Hero hier am Bullet dran, aber Smoking hinten auch noch M-Keule dran. Weißt du gar nicht, wo du hingucken sollst. Erstmal baut sich der Abstand aus. Hero hier schon wieder mit Smoking ins Attacke, aber ein leichter Wandschliff. Lack da gelassen. Smoking da genau daneben. Geht auch vorerst dran vorbei, aber Hero ist dran. Er will den Platz Nummer 7 zurück. Achtung, jetzt mischt auch M-Keule mit. Achtung, Achtung, jetzt wird's
entspannt hier. Empfohlen versucht jetzt auch, sich in die Hero zu schnappen. Vorne. Massimo versucht an Mengis vorbeizukommen. Oder schiebt hier Mengis. Ich weiß es nicht. Kann man nur spekulieren, aber momentan sieht es aus, als ob hier beide sich vorschieben. Massimo lässt sich von Mengis ziehen. Ein Fist hier. Smoking auch fast am Bullet dran. M-Coile könnte hier ein Hero gefährlich werden. Ansonsten erstmal nicht wirklich große Gefahr. Dr. Jones wittert seine Chance. Keiner Schlachti wünscht dir viel Spaß. Dankeschön, Schlachti. Keiner hat einen Scheinwischer an. Nee, irgendwie will da keiner aerodynamisch fahren. Und hier vorne. Massimo. Immer noch mit Mengis da zu tun. Aber hier vorne Mengis. Jetzt am Ötti vorbei. Ötti setzt sich zwischen Mengis und Massimo. Also ist die jetzt zwischen SAT. Project Apex zwischen SATs. Das wird ja eine Sache, aber die kann hier gut standhalten. Versucht aber an Mengis wieder vorbeizukommen und Platz 3 wieder mitzunehmen. Auch Jojo ist nicht mehr weit und Smoking da hinten auch nicht. Oder Bullet, weil Smoking abgefallen ist. Und Smoking hin. Ist auf Platz 10 zurückgefallen. Gehen aber wieder vor Richtung Massimo. Ötti, Mengis und Jojo, die sind hier nämlich im Vierkampf. Bullet da hinten auch noch mit dran. Go, Mengis kommt da von Leo, Schatz. Also Mengis hat ja auch Unterstützung. Sehr schön, sehr schön. Oh, Ötti da weit den Bogen genommen. Kann aber vor Massimo bleiben. Und sich da so durchsetzen und Mengis vorne immer noch am Jojo dran. Simon versucht da wirklich an Ötti vorbeizukommen. Gelingt ihm noch nicht ganz so, wie er sich's vorstellt. Auch Julio kommt erstmal wieder ein Tucken besser weg. Ötti da wohl die bessere Autobahn getroffen. Porsche macht ein bisschen schlapp. Aber. Wenn ich das sage, so lasse ich ihn halt schwer auf. Vorne wird der Abstand zu Mengis kleiner und dann auch wieder größer. Auch Jojo wird jetzt wieder in die Mangel genommen. Bullet nur so ein wenig abgeschlagen hinten dran, kommt aber näher. 1,1 Sekunde hat er noch Abstand. Versucht hier ranzukommen. Wir bleiben mal weiter bei Ötti. Immer noch im SAT. Gespannt mittendrin. Jojo immer noch Luft.
Da war fast der Angriff von Eddie zurück Richtung Mingus. Muss dann aber nochmal zurückstecken. Mingus versucht hier den Windschatten mit Eddie zu lösen. Also der hängt wieder drin. Also Mingus wird Eddie nicht los. Massimo lässt sich das nicht entgehen, bleibt da stark und fest hinten dran, wie als hätte er sich da in das Auto reingebissen. Und jetzt kommt Jojo näher. Mengs und Jojo jetzt Auto neben Auto und Eddie mischt mit drei Autos. Da war Massimo der Schlaue, kam durch Eddie da zu weit durch den Bogen mit Jojo. Jojo besser zugemacht, kam weiter vor. Aber hier ist noch nichts entschieden. Ötti immer noch an. Neben Massimo. Lasst euch Platz. Schiebt euch nicht zu dolle, aber sauber. Ötti hinter Massimo. Massimo 4. 3, 4 war denn jetzt nur. Massimo setzt sich durch. Massimo bleibt vor Ötti. Der muss jetzt aufpassen, dass er Massimo nicht abräumt. Aber sauber Massimo stark gemacht. Ötti immer noch daneben. Ötti wieder neben Massimo. Ötti auch erst wieder dran vorbei, aber Massimo ist in der Kurve. Wer ist schneller? Bis jetzt sieht es aus, als wenn Ötti da die Nase vorne hat und die hat er. Massimo wieder auf Platz 5. Ötti 4. Bullet will auch. Mengis sich auch auf 2 gesetzt, Jojo jetzt auf 3, Ötti auf der 4. Position. Vorne immer noch Mengis und Jojo sich nicht einig. Jojo will das nicht zulassen. Vorerst Jojo wieder 2, Mengis 3. Ötti aber direkt dahinter mit Massimo. Also hier wird uns gezeigt, wie man durch die Kurven fährt mit 4 Fahrern in Kolonne. Cooles Race, tolle Zweikämpfe. Ja, da bin ich auch begeistert. Also Hut ab, Hut ab. Machen sie alle sauber. Aber Massimo versucht nochmal einen Angriff gegen Ötti. Ne, es ist Mengis. Was erzähl ich? Falsches Auto. Versucht ein Team da hier. Mengis jetzt abgeschlagen. Ötti dran vorbeigekommen. Aber noch ist man sich nicht einig, auch Massimo und Menge sind sich jetzt nicht einig. Massimo 4, dann Menge ist 4. Massimo muss ausscheren. Aber vorne auch Ötti und Jojo sich nicht einig. Also hier ist definitiv Zweikampf auf hohem Niveau, wenn nicht sogar Fünfkampf. Sind ja jedoch alle sehr eng und Bullet mischt da hinten auch noch mit. Also hier ist jetzt definitiv Konzentration gefragt. Mengis hat immer noch Massimo unten dran. Bullet will auch noch nicht locker lassen. Mengis versucht schon wieder alle aus dem Zweikampf rauszureißen, hat aber schon die schwächeren Reifen. Da bin ich gespannt, wann er in die Box geht. Ötti vorn lässt sich nichts anmerken, dreht er seine Runden. Hängt am Jojo weiterhin dran. Mengis auch weiterhin mit von der Partie. Massimo auch im Schlepptau. Massimo bleibt hinter Mengis. Jojo auch zurück auf Platz 3. Ötti auf 2 vor. Go Sparta kommt da von Centurio. Auch schön, dass du einschaltest. Ötti hier vorne definitiv immer noch die Nase vorn. Jojo kommt da nicht mehr ran vorbei. Da geht der erste schon mal rein. Mengis ist als erstes in der Box. Mal reingefahren. Massimo kann den Lied noch. Hero auch. Schon mal drinnen. Ötti kann hier noch sich durchsetzen gegen Jojo.
Support ist kein Mord, na sowieso nicht. Ist auch immer schön, wenn man Teampräsenz hat. Wir gehen aber mal hinten gucken. Smoking auf Platz 6 zurückgekämpft von 10. Lindes Platz 7, Keule auf 8. Die sind hier hinten auch im Vierkampf. Bleiben wir doch mal gleich bei denen. Oben im Keule auch mit Frontschaden. Wie sieht's bei Artori aus? Oh, Tank ist auch rot. Aber die sind hier dicht. Dr. Jones will auch noch dran vorbei. Zählen wir auch die hinteren. Und nicht mehr vorne die Fahrer loben. Dr. Jones hier. Am Artori dran, der wird aber jetzt in die Box gehen. Nicht viel sein, jetzt muss er natürlich im Keule und Linde so langsam einholen. Aber auch M-Keule wird nicht mehr lange machen. Undercut auf 9. Und Bruno auch erstmal 10. Jetzt also das Feld wieder vor sich. Betty 1, Massimo 2, Jojo 3. Also Massimo sich auch auf 2 vorgesetzt. Kaum ist Mengis hinten auf 11 verschwunden. Ist Bruno vorne auf, ist Massimo vorne auf und davon. Sind wir hier vorne. Dr. Jones im Gefecht zwischen Undercut und M-Keule. Da gehen zwei rein. Undercut bleibt weiter draußen. Undercut jetzt auf 4. Geschweige 5. Lindes 2,8 Sekunden vorne weg. 15 Sekunden Richtung Bullet. Massimo 1,2 Richtung Bullet. 1,1 Richtung Betty. Jetzt bei Bruno aus 5,7 Richtung Undercut Racing. Menge ist 8,8 Sekunden hinter Bruno. Jojo Smoking. Jetzt sind sie alle in der Box, außer Hero, der an Position 10 geht. Da kommen Jojo und Smoking raus, also Hero noch vor Smoking. Jetzt aber direkt Jojo vor sich. Weiß ich gar nicht, mal gucken. Oh, vorne die, auch die ersten drei in der Box. Lindes könnte dann vorbeigehen oder geht da rein? Nein, er dreht noch eine Runde als Pool-Setter. Und einmal Pool im Rennen. 16 Runden haben wir absolviert, 51 müssen wir. Wir gehen aber mal hindurch. Bruno könnte auf 2 dran vorbeigehen. 16,7 noch Richtung GT4, also Bruno wieder virtuell Erster. Massimo kommt auf 3 raus, Mengis auf Platz 4, da kommt Ötchi und Bullet aus der Box. Undercut ist jetzt drin, damit gehen alle dran vorbei. Hero auf 7, Hero auf 8. Hero und Smoking, der kommt hier nicht von hinten angeschossen. Smoking, push, push, hard. Not too hard. Aber ich sehe jetzt auch Lindes vorne das erste Mal drin. Ich bin gespannt, wie die Strategie hier aussehen wird. Damit jetzt wird er dran vorbeigehen mit der Erster. Massimo wird damit Platz Nummer 2, wenn er noch vor Lindes vorbeikommt. Aber Hero hier immer noch mit Smoking zu kämpfen.
ist momentan Platz Nummer 6. Jetzt kommt auch auf 6 raus. Und Bruno damit wieder 1, Massimo 2, Menges auf 3. Bruno 7,2 Sekunden Richtung Massimo weg. Massimo kommt jetzt auf jeden Fall näher. 1,5 Richtung Menges. Ötti kriegt hier Besuch vom Bullet. Und ich denke, da wird nur geschoben und nicht vorbeigeschoben. Jojo. Noch hat er 2 Sekunden Richtung Lindes. 1,3 noch Richtung Hio, der immer noch mit Smoking zu tun hat. Und Dr. Jones mischt da jetzt auch mit. Bleiben wir doch wirklich bei den dreien hier. Smoking zischt da an Hero vorbei und ich muss, war gerade nicht da, ich musste mal auf Toilette. Wie sich ein Groove auf der Strecke macht, das Melly. Also Smoking jetzt Platz Nummer 8, Hero auf 9. Hat hier Dr. Jones jetzt hinter sich, jetzt neben sich. Schalte mal genau richtig ein. Sorry, dass ich das mit Smoking nicht kommentiert habe. Aber ich habe momentan eine leicht schwache Blase. Hero jetzt auf 10, also auch Dr. Jones dran vorbei, macht jetzt Jagd Richtung Smoking. Ist auch noch nicht ganz weg. Noch kann Hero auch mit Dr. Jones kämpfen. SRT Brunhilde. Ja, Brunhilde ist erster Platz. Brunhilde wird da vorne erstmal bleiben, wenn er jetzt nicht Fehler macht. Dr. Jones kriegt jetzt 1,1 Sekunden Abstand Richtung Hero. Also Dr. Jones kann jetzt erstmal ruhig Richtung Smoking Jagd machen. Kann sich das Smoking regelrecht zurechtlegen. Das Smoking hält stark durch. Jetzt vorne, wie sieht's aus? Bullet immer noch am Ötti dran. Menges 4,1 jetzt Richtung Massimo, 4,3 Richtung Bruno. Okay, Menges ein bisschen Zeit verloren. Ötti ist immer noch vom Teamkollegen Bullet geschoben und nach vorne gepusht. Vorne nichts. Jojo 1,1 Sekunden Richtung Lindes. Und da hinten sehen wir Smokey immer noch mit Dr. Jones im Petto. Erstmal ist der Abstand groß. Außer Lindes könnte jetzt Richtung Jojo näher kommen. Nach knappen Sekunde kann Jojo Lindes da zurückhalten. Da kann ich dann doch
Fall schneller zumindest durch. Wenn ich fast sagen würde. Dass das definitiv nicht der Grund ist. Lindes versucht jetzt wirklich noch näher ranzukommen. Da hinten. Dr. Jones Richtung Smoking. Noch eins, Nummer eins waren es gerade. Sekunden knapp Richtung Lindes. Lindes kann hier Smoking gut hinten behalten. Noch schnell so bei Bruno 1-6, 2-1-2. Noch keiner getoppt. Lindes 1-7-3-8-5, seine schnellste. Kommt Lindes jetzt Richtung Jojo dran vorbei. Versuch war da. Hat nicht ganz geklappt. Jojo trotzdem vorn geblieben. Setzt sich immer auch gegen Lindes durch. Smoking auch weiter in Richtung Dr. Jones. 4,6 Richtung Hattori und hier hinten Undercut unter Hattori. Ah, Undercut. Versuch war da. Nur zu weit gerutscht. Damit hat Hattori jetzt wieder 1,4 Sekunden rausgekriegt. Jetzt zieht jetzt auch ab. Und Endpoint auf 6,9 hinten. Richtung Amazon, Richtung Teamkollegen. Ist vom Lack her. Ja, ich gehe raus, sie sind auch Teamkollegen. Richtung Hattori, 5,5 nach vorne Richtung Dr. Jones, 1,2 jetzt Richtung Smoking, der macht Jagd Richtung Lindes und der hängt hier am Heck von Jojo dran. Lindes versucht innen vorbeizugehen, setzt sich vor Jojo, damit jetzt Platz 7. Aber noch ist nichts beendet, noch ist Jojo dran. Könnte Jojo sich Platz 6 zurückholen. Aber Achtung, Smoking ist auch nicht mehr weit. Und Dr. Jones auch schon dreimal nicht. Immer noch allein unterwegs. Und Tori auch noch. Undercut. Ich bin da fast am Hattori dran. Aber Tori kann ihn erstmal noch gut hinter sich behalten. Hier vorne. Smoky macht den Abstand zu Jojo kleiner. Dabei, Smoking innen versucht. Jetzt natürlich auch Dr. Jones wieder dicht dran. Jetzt muss auch Smoking aufpassen, dass da nicht Dr. Jones der Schlauere ist. Oder der Profitierende aus der Szene. Und damit hat aber jetzt Lindes Luft durch den Dreikampf.
zwischen Smoking, Dr. Jones und Jojo. Da geht Smoking auch, würde ich sagen, dran vorbei, aber abwarten noch, was die lange gerade. Noch hat Jojo die Nase vorn. Dennis hat Luft, beide nebeneinander. Beide nebeneinander. Smoking auch vorerst an. Wobei geht der weiter Bogen. Die sind immer noch nebeneinander. Ich denke mal, hier in Kurve jetzt besser gekriegt. Hallöchen, Vibes. Einen wunderschönen guten Abend. Smoking hängt jetzt immer noch am Jojo dran. Ne? Dr. Jones kommt näher. Jetzt kommen wir richtig mindestens aus 2,5. Und da gehen Smoking und Jojo raus Richtung Wiese. Dr. Jones jetzt auch an Smoking vorbei und zieht auch an Jojo dran vorbei. Smoking auch wieder an Jojo. Gehen wir Richtung Smoking. Hier aufpassen muss wegen Jojo. Jojo will definitiv keinen Platz 9, der will Platz Nummer 7 benennen. Aber Job baut Abstand aus. Wenn auch nicht groß. Jetzt machen wir wieder große Bogenlinie. Dr. Jones schneller durch. 1,3 Sekunden jetzt Richtung Smoking. Und noch Jojo hinten dran. Nochmal Angriffsversuch. Auf der langen Geraden. Ja, verliert, da kann man gucken. Zu stark gebremst. Er ist dran. Legt sich die Leute zurecht. Ist jetzt am Hero dran. Und auch mal hier. Drüber innen. Ohne große Probleme. Hätte ich fast gesagt, wenn Hero da nicht nochmal versucht, den Gegenangriff zu starten. Erstmal dahinter setzen. Nochmal hinter Hero. Also definitiv hat Turien nicht einig. Hängt jetzt auch wieder vorm Hero. Und wenn man das sagt, ist Hero auch schon wieder dran vorbei. Also hier Kampf um Platz 10 im Keule ist auf 36,2 Sekunden nach hinten weg. Erstmal keine Gefahr. Schafft es Satori. Vorbeigegangen. Hero wieder dahinter. Kam er sauber dran vorbei. Aber noch ist hier immer noch nicht die Gefahr gebannt. Und wieder über die Wiese. Großer Bogen. Hero sauber innen durch. Hier vorne. Jojo auf 9, Smoking auf 8, Dr. Jones geht natürlich. Box Bullet 5, Ötti 4, immer noch geschoben, Mengus
11,6 jetzt Richtung Massimo, 1, keine Ahnung, noch eine Sek 1,1 Richtung Bruno. Hallöchen, Flücke, einen wunderschönen guten Abend, mein Guter. Wie geht's, wie steht's, Björni? Bruno, nicht mehr viel Platz Richtung Massimo. Aber Massimo biegt schon rein, der wird Richtung Box gehen. Ist auch in der Box, Bruno. Kann auch draußen bleiben. Ich weiß nicht, ich mache mich jetzt mein... Ich mache jetzt meinen Stream ready und jetzt dann gleich irgendwie. Lach die Liga mal. Mach das, schlag die. Viel Glück und Erfolg, dass alles hält, dass alles klappt. Massimo in der Box, Mingus in der Box. Bullet und Ötti jetzt damit 2 und 3 nach vorne aufs Treppchen. Bruno jetzt auch erstmal wieder 17,4 Sekunden Luft. Bullet, wie gesagt, auf der 3. Smoking geht noch auf 4 dran vorbei. Jojo dahinter auf Platz Nummer 5. 1,9 Sekunden Richtung Smoking. 15,2 nach vorne Richtung Ötti. Richtung Bullet. Sind ja schon am Undercut Racing vorbei. Viel der Bullet. Scheint noch 50 zu fahren. Ja, weiter nach hinten. Wir gehen gucken, was Massimo kam auf 8 wieder raus. Mingus auf 10. Lindes dazwischen. Massimo 5,6 Richtung Hero. 11,4 Richtung Lindes. 3,2 Richtung Mingus. Bruno. Kommt da schon Richtung Mingus näher. Richtung M-Keule von Mingus. 9,8 Richtung Dr. Jones. 2,3 Richtung Undercut. Der hängt jetzt in dem Windschatten natürlich von den beiden Codec Apex-Fahrern, die welche Tiefkollegen vor sich haben. Bruno auch in der Box. Erst vorne wird es den Führungswechsel geben. Bullet geht ebenfalls rein, aber die fährt vorn weg. Lässt da Ötti auch passieren. Jojo jetzt auf 2. Da Tori eigentlich rein theoretisch gleich auf 3 auftauchen, da ist auch erstmal neben Bruno, kommt auf 3 natürlich wieder vor, hat Tori raus. Tori aber erstmal auf der schnellen Runde, weswegen er vorbeikommt an Bruno. Massimo auf 5. 5,3 nach vorne. Lindes 11,4 Sekunden Richtung Massimo, 1,7 nach hinten Richtung Bullet, der jetzt aus der Box auf 7 kommt. Mingus schießt dran vorbei. M-Keule 7,9 nach vorne Richtung Bullet, 8,1 nach hinten Richtung Smoking. Der hat 1,8, dann Dr. Jones hinten dran kleben. 2,3 dahinter Undercut Racing. Da gibt es auch schon wieder die blaue Flagge. Da will diesmal Ötti vorbei. Und weiter Undercut Racing. Natürlich oben auch in der Box. Da hat er sich ab. Bruno damit Platz Nummer 3. 1,3 nach hinten Richtung Hero. Bisschen abgeschlagen jetzt auf Platz 13. Vorne Ötti 19,5 Richtung Jojo.
mal neu in Richtung Bruno. Ah, Bruno, lass den Rasen weg. Fahr ruhig und hol dir Jojo und Ötti. Das sind nur 5 Sekunden. Weg. Also alles gut davon. Auch Massimo noch 11,5 Sekunden nach hinten Richtung Lindes. Also da ist auch erstmal keine Gefahr für Massimo von hinten zu erwarten. Nur von vorne Richtung Teamkollege Bruno. Weil ich glaube, den wird da gleich wieder jagen. Ming ist sich auch auf 6 zurückgekämpft. Muss hier aufpassen. Bullet ist nur noch 1,5 Sekunden weg. Richtung M-Coiler, Smoking auf 8,4 Sekunden dahinter. Dr. Jones auf Platz Nummer 10, 1,7 Sekunden Richtung Dr. Jones, also Richtung Platz 10. Da kam gerade irgendwie blaue Flagge rein, das ist ein Ötti. Da hinten ist ein Ötti, der mischt vorbei. Aber noch hat Smoking hier alle Luft der Welt. Noch muss er erstmal an Dr. Jones mal. Da glaube ich aber auch immer noch einen Undercut nehmen, sehe ich. Ja, jetzt hinten dran. Denkt sich ein Undercut, auch cool. Ötti zieh mich mal mit. Aber Ötti geht rein, Ötti wird da keinen mitziehen. Jojo 23,3 Sekunden, der wird dran vorbeigehen. Hat da hinten aber schon wieder Bruno hinten dran. Bruno kommt näher. 2,9 Sekunden, aber kein Problem. Ah, Jojo bleibt draußen. Oh, Bruno da hinten leicht gegen die Wand. Und hier auch von Bruno und Jojo überholt. Auch Massimo ist dran vorbei. Und die muss nämlich noch tanken. 2,3 Richtung Jojo, 4,7 nur noch Richtung Massimo. Ötti 8,3 Sekunden. Ja, okay, 9. 10. Schraubt die Zelle natürlich Richtung Ötti nach oben, 10,5. Also 37 Runden haben wir geschafft. Nicht mehr viele. Es ist vorbei. Massimo fährt auch Medians. Bruno die Medians. Jojo die Medians. Ötti fährt weich. Lindes fährt weich. Menges rennen weich. Bullet mit Frontschaden rennen Medians. Keule muss hier definitiv gucken. Er hat kaum noch Sprit. Aber es wird da jetzt merken, wird an die Box gehen. Jojo vorne auch schon wieder drin. Bruno damit alte Führung. Massimo auf 2 dran vorbei. Keule würde jetzt reingehen, hat die Schlappen definitiv runter. Smoking ebenfalls die Medien, war aber erst. Das ist also auch schon Ötti auf 3. Lindes auf 4 hängt hier am Ötti dran. Gucken wir doch mal hier vorne auf Spitzenkampf Richtung Platz Nummer 3. Weit runter. Kommt auf 8, aber auf jeden Fall wieder raus. Oder auch nicht. Dr. Jones nochmal dran vorbei. Aber
Lindis muss hier gucken, wie er an Ötti vorbeikommt. Wenn er Platz Nummer 3 wieder haben will. Oder generell mal haben möchte. Kohle ist nicht ganz weit weg. Aber der ist ja schon. Was sage ich mit M-Köll? Das ist Menges. M-Köll ist ja noch weiter hinten. Kann er hier vorne gar nicht stören. Nein, das ist Platz Nummer 5, der Menges. Wie lese ich denn da? Ich weiß nicht, was ich lese. Ich bin müde. Ich sollte ins Bett gehen. 2,3 Sekunden Richtung Lindes. Hier vorne Lindes am Ötti dran. Ich weiß, warum ich da M-Keule gelesen habe. M-Keule fährt nämlich vor Ötti. Hat sich das gleich mit den Augen so komisch weggespiegelt, dass ich das nicht richtig erkennen konnte. Es tut mir leid. Ich habe dann Menges als M-Keule abgespielt. M-Keule macht jetzt Platz, lässt da Lindes und Ötti ziehen. Ah, Lindes geht da weit raus. Damit jetzt Zeit gut gemacht. Wie sieht es auch da vorne aus? Massimo 4 Sekunden Richtung Bruno. Also da ist erstmal, glaube ich, nicht. Muss man warten. 10,4 Richtung Ötti. Der holt jetzt Zeit Richtung raus. Der geht nämlich auch an die Box. Und hier habe ich dann mindestens 3,7 Sekunden dahinter. Auf Platz Nummer 4. Lindes an der Box. Bullet geht dran vorbei. Bullet damit Platz Nummer 5. Smoking müssen wir abwarten. Wie weit der dann vorbeigeht. Das geht her. Smoking Platz Nummer 6. Dr. Jones auf 7. Hat hier auch schon wieder Jojo hinten dran. Nehmen wir uns mal die Innenperspektive und gucken mal eine Runde bei Jojo so mit. Wer hier die Zeit Richtung Dr. Jones schrumpfen lässt. Rechtzeitig Jojo dran vorbei am Dr. Jones. Noch knapp 10 Runden. Definitiv knapp 10 Runden, dann haben wir es geschafft. Zeit rausgeholt. Hier vorne ist nichts. Nein, wir immer noch 3,9 Richtung Massimo. Da hinten ist er. 4 Sekunden Luft, also Bruno kann hier ruhig fahren. Damit denke ich mal auch die letzten 10 Runden nicht mehr wirklich für riskieren. Auch Massimo. Die letzten nicht mehr wirklich viel riskieren. Hauptsache sauber durchkommen. Die 6,2 nach hinten. Allerdings geht auch erstmal nicht mehr wirklich viel. Menges 15,5 nach hinten. 6,5 nach vorne Richtung Ötti. 15,3 nach hinten Richtung Bullet.
auf Platz 5, dann haben wir auf 6 mit 3,1 Sekunden Smoking. Ming ist auch nochmal an der Box. Ming ist nochmalig dran. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Anastasia. Hallihallöchen. Schön, dass du einschaltest. Bullet 2,3 Richtung Smoking. Meng ist auf Platz 6 auch wieder rausgekommen. Und da muss nämlich nur die Reifen wechseln, ein bisschen Abstand. Jetzt aber direkt Dr. Jones und Jojo hinten dran, und Jojo hat sich auch schon wieder zurückgetauscht mit Dr. Jones. Aber die Fitterung reichen. Schafft Jojo es nochmal an Dr. Jones vorbei. Jetzt wirklich hinten dran. Es wird dunkler, es wird langsam Abend. Sehr schön, man sieht natürlich, wie sie hier alle lang fahren auf dem Lichtkegel. Erstmal Jojo auch definitiv dran vorbeigekommen, war da auch ein bisschen schneller, habe ich falsch geguckt. Dr. Jones jetzt auf 8, Jojo damit wieder auf 7 zurück, jagt jetzt Richtung Menges. Aber auch Dr. Jones ist nicht weit weg. Abstand Mengen bisschen mal abmessen vor Jojo. 1,5 jetzt dafür Richtung Dr. Jones. 5,1 immer noch Richtung Hero. Und 1,9 Sekunden Undercut auch nochmal in der Box. Lindes 11 M-Keule hinten auf 13. 32,2 nach vorne Richtung Undercut. Was dann auf Schlag 4,7 nach vorne Richtung Massimo. Und da geht es definitiv in den letzten paar Runden nicht mehr allzu viel. Durchkommen für Massimo und Bruno ohne Schaden, ohne alles. Betty wird sich das gleiche antun. Ja, 28 Sekunden Richtung Smoking auf Platz Nummer 4. Da taucht sich ja gerade mit Bullet. Können wir durchhalten. Auch Menges schon wieder da hinten mit Jojo am Fighten. Hier kam jetzt schon wieder zwischen den vier Herren. Smoking ein bisschen schneller durchgekommen. Und da ein bisschen abgeschlagen. Jetzt muss aber aufpassen, Menges ist nicht weit weg. Auch Jojo nicht. Und Bullet auch mit Frontschaden. Bereinigt. Menges geht dran vorbei, dann wieder nicht. Jetzt zu dritt. Bullet, Jojo und Menges. Bullet
halt auch erstmal zurück auf 7 Mengis und Jojo ran vorbei. Mengis auch an Jojo vorbei. Aber noch ist die Gefahr nicht ganz mit Jojo beendet. Na, Jojo, der schlaue Fuchs, quetscht sich da dazwischen. Jojo also auf Platz 5, Mengis auf 6, Bullet auf 7. Aber Bullet auch immer noch mit Frontschein, das dürfen wir nicht vergessen. Bleibt hier trotzdem so stark hinten dran am Mengis. Beachtung auch. Doch, der Jones ist noch 2,1 Sekunden weg. Jetzt fällt ein bisschen ab. 1,2 Sekunden. Ja, jetzt zieht sich Mengis hier über Jojo nach vorne weg. Kann er jetzt nicht mehr wirklich viel machen mit dem Windschatten, aber muss aufpassen, dass er nicht von Dr. Johnson überholt wird hier hinten. Auf Platz Nummer 8. Hero auf 9. Ach, Tori ist nah. Tori will nochmal vorbei. Nochmal um Platz 9 in den letzten 3 Runden. Wir sind noch 3,3 nach hinten. Weg. Der Tori hängt hier hinten am Hero dran. Irgendwie kommt da nicht ganz vorbei. Traut sich noch nicht. Jetzt vielleicht auf der Startziel geraten. Möglichkeit, da vielleicht vorbeizugehen. Ja, Hattori. Hero, er versucht es über oben. Nur erst am Hero vorbei, aber Hero dann eben doch schneller rausgekommen. Tori muss also nochmal zurückstecken. Aber definitiv gleich nochmal nach vorne gucken, wo Bruno sich rumtreibt. Massimo jetzt 1, Ötti auf 2, Bruno auf 3. Bruno blinkt rot. War das falsch? Ja, dann nicht. Was ist da los? Haben alle hier wirklich nicht mehr viel drin. Also Nierkapon Podium hat kaum noch Sprit. Da kann man ja vom Glück reden, dass die letzten Runden sind. Also Massimo jetzt mit 4,3 nach vorne auf Platz 1. Ötti mit 2,5 Richtung Bruno auf 2. Bruno aber dafür 28,6 Richtung Smoking. Letzte Runde für Massimo. Ein letztes Mal Blue Moon innen in der dunklen Nacht. Genießt die letzte Fahrt, Massimo. Genießt die letzte Runde. Auf Platz 1. Ötti kann die Runde jetzt auf Platz 2 genießen. Bitte nicht überschätzen, bitte nichts verkehrt machen. Bruno auf 3. Da hinten mit Jojo und Mengis nochmal im Kampf. Mehr Kampf um Platz 4. Aber ich darf natürlich die letzten Meter hier von Massimo natürlich nicht verpassen. Bleiben wir jetzt definitiv bei Massimo. Letzte Steigkurve da. Gewinnt er.
Glückwunsch, Massimo, für Platz 1. Stark da hochgekämpft, zurückgekämpft an Platz 1. Ötti auf 2. Glückwunsch, Bruno. Kullert hier auf 3 rein, spinnt noch rum. Smoking kommt jetzt auf Platz 4 mit Jojo und Menges im Pack rein. Wird sie nochmal spannend und eng. Da bleibt Smoking da sauber vorn. Smoking geht der Sprit aus. Smoking geht der Sprit aus. Ja, Smoking, Achtung! Gott sei Dank! Smoking 4, Menges 5, Jojo auf 6 abgewunken. Dr. Jones kommt hier auf starken Platz 7 rein. Buddelt gleich dahinter auf Platz Nummer 8. Und da hinten, Lindes kommt mit Hero rein. Abgepackt hier. Und last but not least, Hattori. Die letzten Meter genießt sie. Abgewunken auf 11. Uiuiui, da ist geschockt. Also M-Keule noch auf 12 abgewunken und Undercut auf 13. Da geht nochmal das Glückwunsch raus Richtung Massimo. Stark gemacht, Glückwunsch für die Pole. Aber auch Glückwunsch ans restliche Treppchen. So ein Dreck hat mich bei den Reifen verdrückt beim zweiten Stop. Ah, Menges, das ist natürlich Kacke. Aber ich muss euch jetzt definitiv verlassen. Ich muss die Lobby wechseln und den Stream ummuddeln. Ich nehme euch jetzt noch rüber mit zum Centurio, wenn ich noch weiß, wie es funktioniert. Glückwunsch ans Podium, definitiv Glückwunsch. Ich würde euch jetzt dann verlassen. Wenn ich geht zum Centurio, der hat jetzt noch Lobby 1. Aber ich muss jetzt ausmachen. War mir auf jeden Fall eine Ehre. Hat Spaß gemacht. Und auf ein baldiges Wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch noch ganz viel Spaß. Tschüdelü. Thank you.